Ich darf jetzt sehr herzlich begrüßen Nicole Burt. Wir haben genau mit Nicole die Leiterin Kommunikationsservices und Konzernleitungsmitglied der Schweizerischen Post bei uns. Und ja, wir sind sehr gespannt, weil bei der Post wird es jetzt darum gehen, im Prinzip aufzuzeigen oder im Input zu besprechen, wieso denn der Bund bei seinen Dienstleistungs- und Digitalisierungsaktivitäten auf das Know-how der Post zählen kann und es auch tun sollte. Wir sind gespannt und vielen Dank, bist du hier bei uns. Herzlichen Dank. Hört ihr mich? Funktioniert das sehr gut. Also ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen und auch die Möglichkeit wahrnehmen zu können, euch zu zeigen, was wir bereits im Portfolio haben und wie es zurzeit auch schon verwendet wird, unter anderem auch zusammen hier mit dem Kanton Bern. Darum die Rolle der Post im zukünftigen Service Public, digitalen Service Public. Ich möchte zuerst mal anfangen mit dem, dass man auch mal wertschätzt, was alles schon gut ist und dass der Staat diese Digitalisierung wirklich anpackt. Wir sind vielfach in der Situation, dass wir immer sagen, was alles nicht gut ist, aber es gibt auch ein paar Sachen, die laufen richtig. Und hier möchte ich drei Sachen aufzeigen. Das erste ist, der Staat, der Schweizer Staat, die Schweizer Regierung hat die organisatorischen Veränderungen gemacht. Es gibt eine digitale Verwaltung Schweiz, es gibt ein DIT in der Bundesverwaltung und das ist auch gut so. Weil, was wir alle kennen aus dem Alltag, es braucht Menschen, die sich tagtäglich um diese Themen kümmern und wenn man nicht die Organisationen hat in der Verwaltung, die das anfangen zu machen, dann geht es nicht. Also das ist ein positiver Punkt. Zweiter positiver Punkt, den ich anmerken möchte, es braucht natürlich auch Regulierung und es braucht Standards. Und solche Sachen wie ein Datenschutzgesetz sind absolute Voraussetzungen oder auch ein MBAG ist eine Voraussetzung. Und was auch eine Voraussetzung ist, ist ein EID-Gesetz. Weil ohne ein EID-Gesetz wird das mit dieser Digitalisierung nicht funktionieren. Und hier möchte ich einen Punkt aufzeigen, der mir damals bei der Abstimmung, die leider dann den Bach runtergegangen ist, auch nicht ganz so bewusst war. Aber wir haben ja damals in 2021 im März abgestimmt über das damalige Vorschlag des EIDs-Gesetz. Und im Nachhinein, glaube ich, war zu wenig klar, was der Nutzen ist für die Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz und wahrscheinlich war es auch ein bisschen zu privatwirtschaftlich. Aber was uns wahrscheinlich alle nicht bewusst war, die Ablehnung dieser EID-Vorlage hatte zur Folge, dass die meisten Kantone die Gesetze anpassen mussten, nämlich, dass der Zugang über digitale Kanäle für Behördengänge überhaupt möglich ist. Jetzt Ihnen muss ich nicht erklären, was es bedeutet, wenn Gesetze angepasst werden muss. Es dauert Zeit. Es braucht Zeit und es braucht einen Moment, bis man dann wieder hier ist. Aber was jetzt natürlich passiert ist über die letzten zwei Jahre, ist in den kantonalen Gesetzgebungen wurden die Behördengänge Gesetze angepasst. Was jetzt bedeutet, jetzt kann man auch loslegen mit der Digitalisierung. Und der dritte Punkt, den ich hier machen möchte, ist eigentlich der gleiche wie vorher. Wir müssen dieses EID-Gesetz jetzt annehmen, damit wir diese Infrastruktur, die jetzt im Moment am Aufbau ist, mit der EID und AGOV, das muss jetzt wirklich auch durch das Parlament. So, also, und wenn ich jetzt mal hier sage, was ist die Vision, die DVS zusammengestellt hat, oder? Und das ist, die Schweiz zählt zu den digital wettbewerbsfähigsten und innovativsten Ländern Europas und priorisiert digitale Angebote konsequent. Also ich finde mal, die Vision an sich ist nicht schlecht, ist ambitioniert, sie geht in die richtige Richtung. Was wir uns jetzt natürlich wünschen, was notwendig ist, dass diese ganze Diskussion, was ist der digitale Service Public, dass hier die staatsnahen, oder sage ich jetzt mal die Kompetenzen der staatsnahen, auch gebraucht werden, damit es schnell gehen kann. Und das absolut zentrale, sage ich jetzt mal, Teil in dieser Digitalisierung würde ich als digitale Kommunikation zusammenfassen.
Und da möchte ich euch ein paar Dinge aufzeigen. Und zwar, was ihr hier seht, das ist der Wachstum der Briefmenge verglichen mit dem Bruttoinlandprodukt der Schweiz. Und was man hier sieht, ist eine sehr hohe Korrelation bis Anfang oder Ende der 90er Jahre. Und dann, was passiert ist, die Anzahl der Briefmenge oder die Briefmenge geht kontinuierlich rückwärts, während das GDP wächst weiter. Und dieser Gap dazwischen ist ja nicht, dass nicht mehr kommuniziert wird, sondern dieser Gap ist digitale Kommunikation. Und das möchte ich jetzt umsetzen in das tägliche Leben von uns allen. Und zwar, jeder von uns kriegt im Durchschnitt 200 Briefe pro Jahr. Nicht so viel. Jetzt im Jahr 2000 waren das 500 Briefe pro Jahr. Also minus 300. Gleichzeitig kriegt aber jeder von uns ohne Spam 10.000 E-Mails. Ist der Hintergrund, warum wir alle ein bisschen gestresst sind wahrscheinlich, aber 10.000 E-Mails. Aber da geht es ja noch weiter. Jeder von uns kriegt auch noch im Durchschnitt wieder 200 SMS. Es war früher eher privater Natur, heute sind es Passwort, Logins und so weiter. Und jetzt kann jeder von euch selbst beurteilen, wie viel WhatsApp, wie viel Instant Messenger und all das Zeugs noch dazukommt. Und dann noch natürlich die Realität im Geschäft mit Chats auf Teams und so weiter. Also ihr seht, diese digitale Kommunikation ist nicht weniger geworden. Oder die Kommunikation ist nicht weniger geworden, sondern im Gegenteil, sie ist wirklich explodiert, was dazu führt, dass jeder von uns auch manchmal nicht ganz einfach oder nicht einfach, mindestens für mich nicht, alle verschiedenen Kanäle zu managen. Und das ist aber auch das Gleiche für alle Unternehmen oder auch Behörden, dass man überhaupt noch weiß, wem hat man was geschickt. Also die Nutzung der digitalen Kanäle ist 26% höher von 2022 auf 2023. Also massiv. So, wenn wir uns das überlegen, oder die digitale Kommunikation explodiert, jetzt müssen wir wahrscheinlich unterscheiden, in dieser digitalen Kommunikation gibt es einen Teil, der recht informell ist. Ich spreche jetzt hier über die privaten WhatsApp-Messages, ob man das jetzt regulieren muss oder nicht, wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn es in die formale Kommunikation geht oder da, wo die Daten wirklich sensitiv sind, da denken wir schon, dass es absolut notwendig ist, dass man einen gewissen digitalen Service Public definiert. Und für mich, mein Vorredner hat das auch in vier Punkten zusammengefasst, für mich gibt es auch vier Punkte, gewisse sind ähnlich, aber nicht 100% identisch. Für mich gibt es vier Punkte darin. Und der allererste Punkt, was digitaler Service Public ist es kundenzentriert. Und was ich damit meine, ist, wir müssen nicht einen digitalen Service Public aufbauen für irgendetwas, das am Schluss niemand will. Und das sage ich jetzt wirklich aus der Warte der Post. Vielleicht wissen einige von euch das. Es steht heute immer noch in den Verordnungen, dass 90% der Bevölkerung innerhalb von 20 Minuten mit ÖV eine Bareinzahlung machen muss. Jetzt, wir wissen alle, es nimmt mich jetzt Wunder, wer hat im letzten Monat eine Bareinzahlung gemacht hier? Mal Hand heben. Hat jemand eine Bareinzahlung gemacht? Also wir sind vielleicht nicht repräsentativ, aber der Punkt ist, wir müssen nur das zum digitalen Service Public machen, was wirklich auch nachgefragt wird. Und für das ist die Nähe zum Kunden oder zur Bevölkerung absolut zentral. Jetzt, wir als Post bedienen täglich knapp 1 Million Menschen in den Filialen oder direkt am Haus. Wir haben 4 Millionen Menschen, die uns mit einer Swiss-ID bei uns in den Services einloggen. Das heißt, ich glaube, wir können schon sagen, wir haben eine gute Ahnung, was funktioniert bei der Bevölkerung und nicht. Und das ist ein wichtiges Gut in der Definition, was ist digitale Service Public, aber vor allem auch im Ausarbeiten, was sind die Lösungen. Dann der zweite Punkt, den ich machen möchte, und hier komme ich auf einen Punkt von dir zurück, Claudine, wir haben alle gesehen, das EPD ist ein bisschen ein Leidensdossier, ich glaube, für alle Beteiligten.
Und der Hintergrund ist natürlich, wenn wir das mal anschauen, das Gesetz, wie es gemacht worden ist, erlaubt eine dezentrale Infrastruktur. Eine dezentrale Infrastruktur führt dazu, dass man Interoperabilitätsprobleme hat und führt auch dazu, dass die Kosten einfach enorm hoch sind. Und jetzt am Schluss sind wir in der Schweiz 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist ungefähr die Stadt London. Wenn man jetzt sagen würde, wir machen ein elektronisches Patientendossier nur für die Stadt London, wären alle in UK und würden sagen, das kommt doch nicht in Frage. Aber wir machen etwas mehr. Wir machen noch eins für den Stadtteil von London. Oder? Und ihr steht, wo ich herkomme. Solche Investitionen brauchen, also das ist, dann ist Digitalisierung ein öffentliches Gut. Es braucht eine Infrastruktur, weil sonst ist es wirklich zu teuer. Und es ist auch nicht kundenzentriert, weil nicht interoperabel und so weiter. Und da geht es für mich ums Thema, haben wir Versorgungssicherheit? Und jetzt, wenn jeder von uns dann hoffentlich irgendwann die Patientendaten auf einem elektronischen Patientendossier haben und dann haben wir einen Provider, der vielleicht dann keine Lust mehr hat, weil kein Geld verdient und so weiter und wir haben die Daten nicht mehr. Ein bisschen ein Szenario wie meineimpfungen.ch. Ich glaube, da wären wir alle nicht happy. Und dementsprechend für mich sind schon, wir müssen definieren, welche, sage ich jetzt mal, zentralen Datenablagen sind öffentliches Gut. So, und dann der nächste Punkt ist Kompetenz. Und wenn ich sage Kompetenz, meine ich, und das ist ein bisschen das Beispiel vorher auch von der SBB, oder? Digitalisierung braucht Menschen und Digitalisierung braucht Sicherheit, Cybersicherheit und für das braucht es Kompetenz. Und diese Sachen werden immer komplexer, auch das haben wir vorhin gehört. Es ist nicht einfach für Leute, die nicht Spezialisten sind, sich zum Beispiel im Cybersecurity aufbauen. Und dementsprechend müssen wir, finden wir von der Post, natürlich schon auf Kompetenzen zurückgehen, die wir bereits aufgebaut haben, jetzt sage ich mal, im Eigentum des Bundes. Und hier möchte ich eine sagen, die Schweizerische Post ist ist kritische Infrastruktur, aber gleichzeitig eine Bank. Wir sind das Unternehmen, das am meisten angegriffen wird, oder die Märkte. Und ihr erfahrt das wahrscheinlich auch im täglichen Leben. Ihr habt sicher alle schon Phishing-E-Mails und SMS gekriegt. Es ist absolut key, wenn man eine, sage ich jetzt mal, digitale Service Public definiert für die digitale Kommunikation, dass dieser Sicherheitsaspekt extrem wichtig ist. Und für das braucht es Investments und für das braucht es Know-how und das ist etwas, was die Post über die letzten 175 Jahre wirklich gelernt hat zu machen. Weil heute ist, oder wenn Sie heute einen Brief kriegen, den fasst niemand mehr an. Das ist alles automatisiert, das ist gesteuert. Das ist so vorsortiert, dass die Briefträgerinnen und Briefträger das im Prinzip nach Laufroute, nach Briefkasten einwerfen. Es ist meine Sendungen. Sie können bereits heute alles elektronisch steuern, wo Sie Ihr Päckli haben möchten. Und diese Kompetenz muss man wiederverwenden. Und dann der letzte Punkt, den ich wichtig finde in dieser ganzen Diskussion, Service Public, digitaler Service Public, man möchte natürlich schon diese Aufträge an Firmen vergeben, wo man die Möglichkeit hat, auch gewisse Sachen zu regulieren. Das geht ein bisschen auf das Beispiel vorher zurück, oder? Wenn ich natürlich Versorgungssicherheit möchte im elektronischen Patientendossier, möchte ich aber vielleicht auch als Einwohner oder als Bürgerin und Bürger der Schweiz auch die Möglichkeit, indirekt zu haben, diesen Service zu regulieren. Und das wäre der vierte Punkt, warum wir finden, gewisse Sachen macht Sinn, auch bei staatsnahen Betrieben diesen digitalen Service Public anzuordnen. Jetzt
Die Post, oder ich muss sagen, das ist nicht persönlich mein Verdienst, sondern ich wurde dann geholt, um das mit umzusetzen. Aber die Verwaltungsrat und die Konzernleitung der Post haben bereits in 2020 entschieden, dass wir die Post anders aufsetzen müssen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und dementsprechend, was passiert ist, man hat einen eigenen Bereich gegründet, der heißt Kommunikationsservices und ich darf den leiten, wo es wirklich darum geht, diese digitale, vertrauenswürdige Kommunikation zu ermöglichen. Und das sind wir dran zu machen. Und hier seht ihr einen Überblick von Angeboten, die wir in der Zwischenzeit in diesem Bereich haben. Also das geht von eben einer Gesundheitsplattform über Login, Swiss-ID, es geht über ganz hochsicheren Cloud-Speicher, File-Sharing-Möglichkeiten, es sind aber auch Cyber-Security-Angebote für die Schweiz. Und hier drauf seht ihr auch, was wir finden, sollte man in Betracht ziehen für einen digitalen Service Public. Und hier sind zwei der Dinge drauf, die Claudine auch quasi als Sorgenkinder auf ihrer Slide hatte. Und zwar ist das das E-Voting-System und das elektronische Patientendossier, wo wir ja im E-Voting bereits in 4 Kantonen in einem Testbetrieb, in einem Pilotbetrieb jetzt Abstimmungen und Wahlen durchgeführt haben. Und ich verstehe absolut, dass das jetzt nicht die Priorität ist für jeden Kanton, aber natürlich muss man auch sehen, gewisse Menschen oder Auslandschweizer können eigentlich nicht so einfach teilnehmen am demokratischen Prozess und mit solchen Lösungen ist es dann möglich. Und von der Sicherheit her, natürlich ist es so, dass jetzt auf dem analogen Weg, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mitgeholfen habt in einem Abstimmungsbüro bei euch in der Gemeinde, aber die Realität ist nicht so, dass alles immer exakt ist. Und darum kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, hier ist auch noch mein Kollege, der das verantwortet, mit gutem Gewissen sagen, dass diese Art der Abstimmung definitiv akkurater ist, als was in der analogen Welt passiert. So. Und das Teil, das ich jetzt noch zeigen möchte, ist das dritte hier drauf, und zwar ist das die E-Post-App. Das kennen wahrscheinlich viele von euch nicht. Wir sind jetzt ganz konkret in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton Bern auch dran. Das ist ein digitaler Briefkasten, wo jetzt zum Beispiel im Kanton Bern auch so ist, dass man die ganzen Steuerunterlagen oder Steuerabrechnung direkt in die E-Post halten kann. Das ist auf der einen Seite eine Kommunikationsplattform für die Versender und dann auf der anderen Seite eine App, die ich jetzt zum Beispiel auf meinem Phone habe. Und das möchte ich euch jetzt ganz konkret zeigen an einem kleinen Video. Ich werde den kommentieren, dass ihr seht, um was es geht. So, das sieht ungefähr so aus. Ich lasse jetzt mal den laufen. So, jetzt fängt das an. Seht ihr, E-Post hier wird geöffnet. Man wird dann, also es ist über die Swiss-ID verifiziert, dass man sicher weiß, dass ich bin und niemand anders. Jetzt habe ich hier einen Brief gekriegt, als Beispiel hier von der Valiant. Die möchten, dass ich etwas unterschreibe. Ich kann es unterschreiben und es wird unterschrieben zurück an Valiant geschickt. Das ist jetzt ein Beispiel. Nächstes Beispiel hier habe ich einen Reha-Bericht vom Inselspital gekriegt. Und jetzt, was wir hier noch gezeigt haben, es gibt auch die Möglichkeit, dass ich dann direkt anfange, Rücksprache zu nehmen mit dem Inselspital. Das ist jetzt noch nicht live, ich sage nachher, was live ist. Und hier quasi eine Chat-Funktion dazu habe und dann mit dem jeweiligen Versender direkt Nachfragen haben kann. Das ist jetzt eine Konversation, die wir hier aufgezeichnet haben. Jetzt hat die Person die Antwort gekriegt, sagt herzlichen Dank, gut, ich habe jetzt meine Zusatzfragen gestellt. Jetzt hier gibt es jetzt gibt es ja die Details, was alles gemacht werden muss und jetzt analysiert die KI dieses Dokument und schaut, was alles drinsteht und jetzt seht ihr, was hier passiert, ist eigentlich eine Indexierung des
Dokuments aufgrund von dem, was gelesen worden ist. Und das ist notwendig, wenn ich es nachher in einem nächsten Schritt ins elektronische Patientendossier laden möchte. Jetzt muss man hier das bestätigen. Es ist natürlich schon auch so, je mehr das gebraucht wird, umso mehr lernt das System und dann wird auch mehr selbstständig gemacht. Hier und jetzt in diesem Fall ist immer noch recht viel Bestätigung drin, hat das hier zusammengefasst, so, und aber auch die Physioverordnung und fragt mich dann gerade, okay, gut, möchte ich direkt das in meinen Terminkalender speichern? Das sind jetzt Funktionen, die sind nicht wahnsinnig super sexy, aber einfach convenient, wenn man es verbinden kann mit den Dokumenten und so. So, und jetzt fragt es mich, ob ich mein elektronisches Patientendossier bei gewissen Fällen ablegen möchte. Das ist jetzt hier passiert und habe ich hier den Krankheitsfall in der App, wo ich dann die verschiedenen Dokumente zu diesem Krankheitsfall habe. Und was auch neu in der App ist, ist, dass ich dann auch noch auf einer zeitlichen Schiene sehe, wo ich was gemacht habe. So, und was ich euch hier zeige, ist jetzt nicht, also gewisse Teile sind bereits live, sind das andere, und das möchte ich aber hier wirklich auch ganz transparent sagen. Also der erste Fall, von wegen, dass ich Post empfange, den Post unterschreibe, zurückschreibe, das ist schon Realität, das funktioniert. Dann das zweite, die Chat-Funktion ist noch in, dass man direkt dann mit dem Absender chatten kann. Das ist ein Angebot, das wir jetzt neu auf den Markt bringen in der zweiten Hälfte. Und die ganze Verlinkung zum elektronischen Patientendossier, das ist etwas, das wir jetzt, oder ich schon gesehen habe, aber es kommt im Juli auf den Markt. So, das war jetzt ein Preview von dem, was es bereits gibt auch und was wir machen, um eben diese digitale Kommunikation so user-friendly wie möglich in die Schweiz zu bringen. So, Herausforderung, oder? Im Moment ist, ich sage es jetzt mal, Spannungsfeld zwischen Staat und Privat. Wir haben es gehört, wir müssen klar definieren, was ist hoheitlich, was nicht, wenn es ausgeschrieben wird, wer sind die richtigen Players? Das ist die Frage Nummer eins. Dann die zweite Frage ist natürlich auch, müssen sicherstellen, dass jetzt die bundesnahen Betriebe nicht wild Konkurrenz machen können zu der Privatwirtschaft, wo die Privatwirtschaft funktioniert, aber trotzdem so, dass wir einen digitalen Service public anbieten können und auch den finanzieren können. Und der dritte Punkt, und das ist wahrscheinlich mein allergrößtes Anliegen, die Diskussionen sind sehr, sehr aktuell, um zu definieren, was geht ins Gesetz und was ist ein digitaler Service public, was ist eine Verordnung. Und hier wirklich möchte ich mit Ihnen lassen, dass wir diese Regulierung dringend brauchen und auch eine Regulierung brauchen, die, sage ich jetzt mal, die alten Zöpfe, à la dem Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, mit den 90% der Bevölkerung in 20 Minuten eine Barzahlung machen kann mit ÖV, dass die abgebaut wird. Herzlichen Dank. Mhm.